Das Zielvolumen beim Intermediate- und High-Risk-Prostatakarzinom. Wie ihr auch in meinem Video über die Patin-Tabellen nachlesen könnt, ist das Risiko für eine Samenblaseninfiltration in diesem Stadium in Abhängigkeit vom PSA-Wert zum Teil über 10%, sodass wir in das CTV, das klinische Target Volume, nicht nur wie beim Low-Risk-Prostatakarzinom die reine Prostata mit reinnehmen, sondern auch die proximalen Samenblasen. Hier nochmal, hier ist die Prostata, hier sind die Samenblasen und den Samenblasenansatz nehmen wir mit hinein. Hier sieht man es auch im transversalen Querschnitt. Hier grün die Prostata, hier die Samenblasenansätze und hier auch nochmal Prostata, das sind die ganzen Samenblasen und die proximalen Samenblasen nehmen wir in das Zielgebiet mit hinein. Es gilt hier wieder das gleiche wie beim Low-Risk-Prostatakarzinom. Der Enddarm sollte möglichst leer sein, die Blase sollte möglichst voll sein und für das Bestrahlungsplanungs-CT verwende ich immer eine Kernspintomographie, die ich im Bestrahlungsplanungssystem auf das CT matche, die Information des MRTs verwende, um die Prostata in Richtung Blase und die Prostata in Richtung der Peniswurzel besser abgrenzen zu können, um dort mein Zielgebiet etwas verkleinern zu können. Hier auch wieder das Planning Target Volume ist wieder das CTV, mein klinisches Zielgebiet, plus ein Sicherheitsabstand, der gleiche ist wie beim Low-Risk-Prostatakarzinom. Es ist abhängig von der Patientenpositionierung, der Organfüllung und davon, wie oft ich meine IGRT, meine bildgeführte Strahlentherapie, am Beschleuniger durchführe. Wenn ich täglich ein CBCT durchführe, also ein schmales CT hiervon, die Ist-Position mit der Soll-Position aus dem Bestrahlungsplanungs-CT aufeinander matche, dann kann ich diesen Sicherheitsabstand mit 2 bis 3 mm wählen.